Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, wie wir das Problem beheben können, wenn Rainbow Six Siege nicht startet. Werde ich euch ein paar Wege zeigen und dann finden wir da sicher eine Lösung. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar über ein Like, Abo und Kommentar eurerseits freuen. Euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude und demnach, warum nicht? Ja, würde mich sehr freuen. Ansonsten starten wir direkt ins Video rein und zuallererst müssen wir einmal die Desktop-Verknüpfung von Rainbow Six suchen. Also schaut einfach mal kurz auf euren Desktop, ob ihr die irgendwo findet. Dann wählt ihr die einfach mal rechtsklick drauf und könnt das Ganze mal zu Beginn einfach mal probieren, als Administrator auszuführen. Aber ich denke mal, das haben die meisten schon gemacht. Dann weiter gehen wir einfach mal in die Einstellungen bzw. Properties und können dann hier auf den Reiter Compatibility wechseln. Und hier haben wir jetzt ein paar Einstellungen vorzunehmen, und zwar hier oben mal bei Compatibility Mode einmal den Haken setzen und dann Windows 8 passt perfekt. Dann können wir weitergehen zu den Settings. Hier unten haben wir auch ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall mal ausprobieren können, und zwar einmal Disable Fullscreen Optimizations würde ich auf jeden Fall mal anhakeln und Run this Program as an Administrator auch standardmäßig anschalten. Dann könnten wir hier das Ganze auch noch für alle Benutzer gleichzeitig übernehmen, wenn wir das wollen und wenn wir das Spiel auf mehreren Benutzern spielen. Ansonsten können wir dann Apply drücken und auf OK drücken und das Ganze auch schon wieder starten. Und das Problem sollte behoben sein. Wenn das so ist, gerne Like, Abo und Kommentar da lassen. Wenn nicht, unbedingt, unbedingt, unbedingt einen Kommentar da lassen. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal gemeinsam an und ich werde euch so schnellst wie möglich antworten. Finden wir sicher eine Lösung. Ansonsten war es das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.